Hallo und recht herzlich willkommen zu diesem Video-Review. Heute geht es um einen Drucker und zwar um ein Multifunktionsgerät von HP, das heißt OfficeJet 6600. Wir hatten erst vor kurzem übrigens einen Drucker von Epson im Test. Das war ein sehr preisgünstiges Modell für deutlich unter 100 Euro. Und jetzt schauen wir uns ein Gerät an, das besonders vielseitig ist. Man kann damit nämlich faxen, drucken, kopieren und scannen. Es gibt einen automatischen Papiereinzug für bis zu 35 Seiten und außerdem natürlich auch noch Wireless-Funktion. Wie sich der HP OfficeJet 6600 in der Praxis schlägt, erfahren Sie in diesem Video. Das hier ist mal schon grundsätzlich das, was wir in der Verpackung finden, abseits des Druckers natürlich. Es gibt Patronen, es gibt verschiedenste Kabel, Netzteil und so weiter. Und ein bisschen Bastelarbeit ist, glaube ich, auch noch verbunden. Und wie es dann mit der Installation aussieht, das werden wir auch gleich uns mal näher anschauen. Wie sich das für ein Markengerät gehört, ist auch dieser HP hier ganz ordentlich eingepackt. Und er ist auch relativ schwer. Das ist kein Wunder bei einem so robusten und großen Gerät, das durchaus gedacht ist auch für Homeoffice oder für kleinere Firmen. Damit wirbt übrigens HP auch. Um diesen Drucker hier in Betrieb zu nehmen, gibt es natürlich eine Kurzanleitung, die die wichtigsten Schritte erklärt. Klarerweise müssen diese ganzen blauen Klebestreifen natürlich weg und ich glaube, dann kann man schon relativ schnell damit loslegen, auch die Patronen hineinzugeben. Seitlich gibt es noch ein bisschen was, aber das ist natürlich eher nur ein Schutz vor dem Zerkratzen oder etwas Ähnlichem. Das hat keine wirkliche Funktion darüber hinaus. Und auf der Rückseite gibt es auch noch ein paar Klebestreifen, die weg müssen. Hier unten ist auch. So, laut dieser Anleitung geht es dann gleich weiter mit dem Zufuhr- und Ausgabefach. Interessant ist übrigens diese Anmerkung hier oben. Da steht nämlich drauf, einige der Bilder auf diesem Poster, so nennen die Herrschaft von HP diese Anleitung, einige Bilder könnten gegebenenfalls von ihrem Drucker abweichen. Das heißt, alles nicht ganz klar und nicht hundertprozentig sicher, dass das wirklich so ist, wie man sich das eigentlich vorstellen würde. Aber ich glaube, im Normalfall sollte das dann funktionieren. So, nehmen wir an, das hier ist jetzt schon eingerastet. Aha, okay, bisschen reinschieben und dann ist es drinnen. Zufuhr- und Ausgabefach. Bereits montiert. Als nächstes geht es dann weiter mit Strom. Und nach dem Strom kann man das Ganze schon ausprobieren. Also die Bastelarbeiten für die Inbetriebnahme halten sich, glaube ich, in Grenzen. Das hier ist übrigens das Netzteil, das relativ problemlos am Gerät angeschlossen wird, und zwar auf der Rückseite. So, und nachdem das Gerät jetzt am Netz hängt, kann man hier noch die allerletzte Folie wegheben. So. Und das Gerät einschalten. Alles Weitere sollte jetzt direkt hier über die Anzeige erklärt werden. Region Österreich in unserem Fall. Wir möchten uns nicht das Demo anzeigen lassen, sondern wir wollen den Drucker einrichten und möglichst schnell loslegen. Sehr interessant bei diesem Gerät hier ist nicht nur die Soundausgabe, sondern es rauscht auch irgendwo her. Also da dürfte irgendeine Art Gebläse oder sowas drinnen sein. Kein Wunder, so ein
Multifunktionsgerät hat ja gewissermaßen auch einen eigenen kleinen Computer eingebaut, um diese ganzen Features auch ohne Desktop oder ohne Notebook-Rechner durchführen zu können und bereitzustellen. Hier ist, glaube ich, ein 500 MHz Prozessor drinnen. Das ist also das, was man noch vor ein paar Jahren als State of the Art bei ganz normalen Computern gesehen hat. Und mal sehen, was jetzt passiert. Genau, gar nichts. So, jetzt geht es um die Tintenpatronen. Die müssen natürlich hinein, irgendwann mal, ganz klar. Die Frage ist, wo? Und das zeigt er uns hier natürlich gleich, sehr praktisch. Das heißt, wir klappen einfach mal die ganze Geschichte hier zur Seite. Das Gehäuse ist hier also zu öffnen. Und dann müssen nur noch die Patronen eingesteckt werden. Das funktioniert relativ einfach. Man schiebt die nur hier so gerade hinein, bis das dann irgendwann mal einrastet ein bisschen. So, die anderen Farben funktionieren genau nach demselben Prinzip. So, nachdem der Drucker jetzt irgendwie relativ lange gebraucht hat, bis er endlich die Patronen geschluckt hat, und interessanterweise sind mir die auch schon entgegengeschleudert worden, weil hier so komische Federn montiert sind, also Vorsicht, wenn man mit dem Drucker irgendwie in Augenhöhe arbeitet. So, jetzt auf jeden Fall verlangt er Papier. Das gibt man hier einfach unten hinein. Und zwar in die auch noch zu montierende Papierhalterung, die man hier so hineinsteckt in das Ganze. Zack. So, er macht jede Menge Geräusche und wir schauen mal, was jetzt schlussendlich passiert. So, wir bestätigen mal mit OK. Und jetzt kommt scheinbar nach dem Papier einlegen eine Testseite heraus. So, nach einiger Zeit ist auch das hier erledigt. Und eine entsprechende Information am Display sagt, alles erfolgreich ausgerichtet, passt. So, als nächstes könnte man dann noch die Verbindungen einrichten. Das sparen wir uns an dieser Stelle. Und damit ist der Drucker soweit fertig. Und wir können mal versuchen, etwas zu kopieren. Alles Weitere zu diesem Gerät erfahren Sie in einem ausführlichen schriftlichen Review auf unserem Portal norido.eu.